Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Stardew Valley. Und in das größere Haus und alles steht ein bisschen weird. Ich kann es einfach so blind umstellen. Läuft. Kann ich das Bett umstellen? Nö. Kann die drehen, ne? Mit Rechtsklick, aber der lässt sich nicht drehen. Der Stuhl lässt sich aber drehen. Das finde ich besser, wenn er in die Richtung guckt. So, Küche. Kühlschrank. Küche. Ich habe kaum Rezepte für fast gar nichts. Aber ich kann Fried Eggs machen. Und die bringen ein bisschen mehr Nahrung und Geld, wenn ich sie verkaufe als Omelette und Parsnip, okay. Als normale Eier wollte ich gesagt haben. So. Heute Abend, 10 Uhr, das Moonlight Jelly Festival, bla, Gedöns, in Pelikan Town. Alles klar. Nein, nicht essen. Und Mais ist fertig, so nebenbei. Ist bestimmt nicht aufgefallen, aber das Mais ist fertig. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das Taco-Rezept nochmal herkriege. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Linus war oder ob ich es in der Bar gekauft hatte oder. Dann kann ich meinen Mais zu Tacos verarbeiten und es dann so verkaufen. Dann wollte ich noch gucken. Das da. Wood, Clay, machbar. Eisen. Okay, haben wir alles da. Alles da. Wir erstmal das Gold hier raus. So, so und so. Zack, zack. Und zack. So, ein Eisen. War das jetzt noch Kupfer gewesen und Clay und... Auch was auch immer. Wood. Okay, irgendwie so etwas. Bauen. Ja, war es. Und ich setze ich mal dahin. Und schmeiß den da direkt rein. So, Tomaten, Mais. Ich könnte jetzt anfangen, die ganzen Sachen zu verkaufen. Zu. Ja. Ja. Oh, ich habe noch Blaubeeren. Die wollte ich zu Blaubeerenmarmelade verarbeiten. Egal, jetzt. Alles rein damit. Ich habe das Gefühl, es ist eine schlechte Idee. Ich muss die ganze Zeit ans Community Center denken und denke mir so, ah, vielleicht ist ja noch... bla bla. So, heute Abend um 10 geht unten die Party ab, habe ich gehört. So, an so einem Baum habe ich ja das Teil schon dran. Kann ich den anhauen? Ja. Es wäre cool, wenn du einfach den Setzling fallen lassen würdest, was auch immer du da warst. Kann ich immer mal wieder gucken, Looky Looky machen, was, wo, wie, was. Und heute Abend um 10 ist eine Veranstaltung, ich vergesse das immer eigentlich. Das erste Jahr kriege ich immer so mit, so ab dem zweiten Jahr so, ach ja, Festival, ja, pff, egal. Verpeilt, kommt vor. Stimmt, ich kann gar nicht runter an den Strand jetzt gehen, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, was ich jetzt mache. Ich will meine Energie nicht komplett aufbrauchen. Wie am Sonntag. Wie am Sonntag. Ich kann noch nicht in die Bar.
Öffnet erst um 12. Ich kann hier nicht runter. Genau. Weil das Festival da anfängt abends um 10. Eröffnet erst um 12. Bis 12. Also wir bleiben so lange in der Bar. Am nächsten Tag ist man total unausgeruht. Guten Tag. Na? Oh, ist so heiß da. Oh, mein Beileid. Sommer ist ja morgen um. Öl, Food, Gedöns. Ich kann auch mal in Rezepten gucken, aber. Na, Oppi? Gehe ich schnell mal auf den Sonntagsmarkt. Au. Nicht wundern, hab gerade nur was umgekippt. Da ist üblich ja. Professionelles LP hier. Zum Sonntagshändler. Mal gucken, was der sagt, was er im Angebot hat. Weil manchmal hat er auch so 40 Bäume für 1000 nur im Angebot und so. Und so und so und so. Na? Hm. Was ist das? Ach, das ist so ein du mal an die Angel gedöhnt Ding. Okay. Mayonnaise, es ist halt die normalen Sachen, das sind halt alles da drin überteuert bis zum geht nicht mehr Ziegenkäse. Brauche ich nicht. Sun Table auch nicht. Raw Seed noch ein auch nicht. Die Cave-Karotten für 125 könnte ich kaufen. Also die eine. Da lohnt es sich doch nicht. Okay. Tschüss, schönen Tag noch. Der mit seinen heftigen Preisen. Na, Entschuldigung. Na, kleiner beobachtete Kühe. Ne, ich will nichts. Naja. Sprich halt nicht mit Fremden. Ich lebe ja nur seit. Okay, seit einem halben Jahr erst. Ich bin noch fremd für die Leute. Ich muss mal noch ein bisschen die Community kennenlernen. Habe ich eigentlich alle angelabert? Ich hatte ja diese Quest-Rede mit jedem. Habe ich das gemacht gehabt? Ich glaube ja. Guten Morgen. Erstmal in eine Bar gehen. Tag, Chef. Hallo. Oh, diese Melodie. Das kann ich. Gib mir mal zwei Salate. Und eine Pizza, Hamburger, Omelette. Da sind sie. Und ich habe das Mais verkauft. Ich wusste, es war einfach, die zu kriegen. Bitte sag mir, dass ich das Mais einfach als letztes verkauft habe und noch Zugang dazu habe. Ich glaube nicht. Ich vermute es sehr stark nicht. Und ich muss noch die Hühner füttern. Wenn ich die Teile nicht direkt vor Augen habe, verpeile ich das so schnell. Ha! Ich könnte das Gold jetzt noch. Ja, genau. Das Gold jetzt noch verarbeiten, aber. Also rausholen. Tortillas! Lohnt sich nicht so sehr, aber. Ich krieg. Ich glaube 5 Gold pro mehr, also lohnt sich nicht so sehr. So, packt er erstmal rein, bis ich wieder irgendwann vernünftig Eisen habe. Quarz könnte ich auch mal wieder reinschmeißen. So. Und Hühner füttern. Wusch.
Das sind mal Eier. So, ich hoffe, ich komme keinen Tag zu spät. Wo sind denn die Hühner? Da läuft eins. Ne, ich komme nicht zu spät. Jetzt hat sie jetzt so ein Grummelgedöns auf dem Kopf. Der Wald sich hier von selbst nachpflanzt. Oh. Herzchen. Maple. Maple-Baum bräuchte ich. Ich weiß gar nicht, was ich da hinten gepflanzt habe, aber... Ich brauche Maple-Sirup. Ich glaube, ich habe Maple gepflanzt da hinten. Bin mir aber nicht sicher. So, nun kann ich es ja wieder einreißen. Dann krieg ein bisschen Holz. So. 3 Uhr abends. Den und den und den. Na komm, schmeißen wir den da auch rein. Braucht die auch noch Ahornsirup? Ich brauche alles, egal. So. Sieht zwar alles gleich aus, wenn es gepflanzt ist, aber... So, den da rein. Holz da rein. Quarz hier rein. Und dann gehen wir mal Leere besuchen. Und da ist eine Pflanze eingegangen, warum auch immer. Wieso passiert mir das? Ich freue mich schon, wenn ich einen Weg hier nach hier unten habe. Alter. Nicht. Das wollte ich. Ein bisschen Hardwood mit. Lea, wo bist du? Ich habe Salat für dich. Woher wusstest du das? Salat. Es gibt lächerlicheres. Ha. Ah, ist noch warm. Arbeit an Doing noch. Viele Bilder über die Natur. Leben auf dem Landguide. Keine Nachrichten. Eine hölzerne Statue, an der Lea arbeitet. Es hat einen wunderbaren, klaren Geruch. Ha. Weiß nicht, ob wir Lea finden. Ich müsste hier ja irgendwo rumchillen. Nach Sean könnt ihr auch suchen. Wo ist die Dame denn? Lea. Oh, das ist Abigail. Guten Tag. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ich schmeiß da unten eigentlich seinen Müll hin. Das war bestimmt Sam. Es reicht Autoreifen. Ich meine, wie kommen die da runter? Und von welchem Auto? Wahrscheinlich ist der Bus deswegen kaputt. Fehlt einfach ein Rad. Hat ein Rad ab. Oh, der war schlecht. Baumschmuser. Ich will einen Baum umarmen.
Und er hat sich so gewehrt. Aber Lea ist nicht zu Hause. Mittlerweile ist ihr Haus aber auch schon abgeschlossen. Auf dem Festival kann ich ihr nichts in die Hand drücken. Vielleicht ist sie in der Bar. Müssen wir uns knapp verpasst haben. Gerade als ich da oben lang bin, ist sie unten lang. Sam und kleiner Bruder. Nee, die ist nicht hier. Hallo. Leave me alone. Guck mal. Yay, gern geschehen. Wie oft soll ich dir noch sagen, lass mich alleine? Zwei Herzen nur. Hi. Von Shane kriegt man noch ein Rezept. Paprika, Gedöns, was auch immer. Taco, ähnliches Zeug. Was er sehr, sehr liebt. Und fragt, woher wusstest du das? Du hast mir das Rezept gegeben. Na gut, dann mache ich hier jetzt einen Cut, bis ich da unten rein kann. Dann bis gleich. So, und wir können gleich rein. Gleich. Jetzt. Wow. Wow, geht hier die Party ab. Meine Fresse. Tun Sie jetzt was verspüren, Mr. Krabs? Ja, ich spiele die Party. Guten Tag, Penny. Genau, mein Englisch ist immer noch zu schlecht, um das zu übersetzen. Entweder hat sie ihre... Ja, sie hat ihre Kamera vergessen. Sie vergisst das jedes Mal. Oh, mein Beileid. Ja, er kann es nicht glauben, dass der Sommer um ist. Oh. Na. Die Natur ist unglaublich, weil die halt immer wieder kommen. Immer am Ende des Sommers. Bla bla bla. Guten Tag, Abigail. Existing, Gedöns, was auch immer. Ha. Huh. Kann das Glühen schon in der Fernung sehen. Na klar. Lass uns... Frag mich ruhig. Wir können es ruhig anfangen starten, Gedöns. Ich meine, ich bin ja hier, der am meisten sagen kann, wann die Conventions hier anfangen. Also, let's do this. Die Lichter sind alle weg. Kleiner, geh nicht weg da oben. Du verpasst alles. Ah, Jellyfish. Jellyfish. Okay, das war schön. Tschüss. Dafür, dass das so ein 8-Bit, 12-Bit-Game ist, ist das so malerisch schön alles. Das gesamte Game ist einfach so... Keine Ahnung, so herrlich schön. Miaut. Miau. Ach, gute Nacht. Das war ein schöner Abend. Hey.
Nice, 35.000 und durch die Tacos nochmal 1.600. insgesamt. Schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.